Hast du eine neue Geschichte? Ich noch nicht. Die zwei Alchemisten, die habe ich noch nicht gelesen. Gemara erwähnt die Toten eines vergessenen Volkes, was das wohl ist. Endlich auf Mesa Island. Bist du bereit für den großen Kampf? Ich werde nicht zögern, wenn Erlin und Bugels uns aufhalten. Gemara erwähnt die Toten eines. Ja. Gemaras Birne war Wahnsinn. Mesa Island hat etwas Besonderes an sich, nicht wahr? Muss schwer sein, diese ganze Sache mit Erlin und Bugels, aber ich bin hier, okay? Das Räschern wohl mit all dem Bezweckten erscheint dich und Valir für besonders zu halten, ich natürlich genauso. Räschern ist also unsterblich, Oh, ja. Das war das mit den Snacks, also Gal hat Redebedarf. Die zwei Alchemisten. Das habe ich noch nicht gelesen. Wann haben wir das bekommen? Vor vielen Jahrtausenden zogen zwei mächtige Alchemisten namens Reschan und Ephorul aus, um das Elixier des Lebens zu erschaffen. Mit Erfolg. Da alles in der Alchemie seinen Preis hat, sorgte die Gabe der Unsterblichkeit für den Verfall ihrer Körper, woraufhin sie diese unter farbenprächtigen Gewändern verbargen. Erst erfreuten sie sich an der Vorteilen ihrer Unsterblichkeit und verbrachten Jahrhunderte damit, die Welt zu pflegen, Wunder zu wirken, Unsterbliche zu inspirieren. Mit Zeit jedoch sehnte sich Aphorul nach der Vergänglichkeit, die er nie mehr wieder spüren würde. So begab er sich auf die Reise in die verbotene Kunst der Alchemie. Eine Reise, auf der alles Gute aus seinem Herzen verschwand, während er mit den Seelen Knochen, Fleisch und Blut experimentierte. Ein Schicksal führte dazu, dass Aphorul vom Bösen vereinnahmt wurde und zum Flashmancer wurde, einem Rachsystem Unsterblichen, der die Welt mit seinen Monstern heimsuchte. Reschan intervenierte, so gut es ging, doch es kam zu unaussprechlichem Chaos und Kollateralschäden, als die ehemaligen Freunde mit göttlichen Kräften gegeneinander kämpften. Nach langen Ringen entdeckte Reschan, dass die einzigen Schwächen des Fleischschergen Sonnen- und Mondmagie wäre, welche die nur Kinder der Sonnenwende besitzen. Er begann, diese Kinder zu Kriegern der Sonnenwende auszubilden, um sie allein gegen die Kreation des Flashmancers ins Feld zu schicken. Doch auch Aphorul wusste immer besser Bescheid und war schließlich dazu in der Lage, seltsame Wesen und begrenzte Potenzial zu erschaffen, die Eremiten. Diese Eremiten waren gegen Magie unempfindlich und offenbarten nur bei einer Sonnenfinsternis Schwächen, die während eines kurzen Zeitfensters von Sonnenwind Kriegern ausgenutzt werden können. Es zeigte sich, dass die Eremiten stets wuchsen und sich am einheimischen Leben ernährten. Solange sie sich selbst überlassen würden, sie sich zu Weltenfressern entwickeln und allem Verderben bringen. Bewaffnete Wissen und Macht streiften die Krieger der Sonnenwende durch die Welt, um Eremiten aufzuspüren und zu bestimmen, welche bei der nächsten Sonnenfinsternis zu bekämpfen wäre. Mit genug Wachsamkeit würde es so nie einen Weltenfresser geben. Doch Reschan wusste, dass diese Situation Aphorul zu bringen würde, etwas noch Schlimmeres zu ersinnen. Ein verzweifelter Versuch voranzukommen, führte Reschan in kühne Transmutationsalchemie am Raumzeitkunde selbst durch. Wenn er die Realität in zahllose Zeitleisten und Parallelwelten geteilt hatte, hängte er seine Alchemie-Fiole an den Nagel und betätigte sich fortan als Archivar. Auf einer endlosen Reise durch alle Realitäten katalogisierte er alle möglichen Resultate, um eine Lösung gegen die Qualen des Flashmancers zu suchen. In der Zwischenzeit erfreute sich Aphorul an den so gut wie endlosen Zerstörungsmöglichkeiten, die sich für ihn eröffnet hatten. Um ihn ihrem unsterblichen Konflikt eine Friedensmaßnahme zu entwickeln, schlossen die beiden Alchemisten dem Pakt, jede Zeitleiste ihr eigenes Schicksal zu gönnen. So begann das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Eremiten und den Kriegern der Sonnenwende auf der einen und Reschan und Aphorul auf der anderen Ebene erneut. In unendlich vielen Zeitleisten und über viele Jahrhunderte hinweg wurden manche Welten nie von Aphorul besucht, ein anderer von ihnen gebrandmarkt worden. Einmal markiert war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Welt oft erst nach Jahrhunderten in der Unruhe ihr Ende erreichte. Jeder von ihnen wurde entweder durch einen Weltenfresser vernichtet oder durch den Aufstieg von Kriegern der Sonnenwende zu Wäsch der Göttin und dauerhaft gerettet. Ob Reschan plant, die Zeitleisten neu zu arrangieren oder dazu überhaupt fähig ist, bleibt abzuwarten. Ende. Alter. Wenn man das nicht alles liest, dann entgeht einem ja richtig die Lore. Das ist ja schade. Kochen brauche ich, glaube ich, nicht. Nein. Dann ruhen wir uns mal eine Runde aus, dann speichere ich nochmal und dann gehen wir wieder raus in den Sumpf. Die alte Moor, die Oberkrilze. Gerne ins Wasser. Aber erstmal muss ich mir die Regenbogen stecke. Wieso sollte ich ins Wasser wollen? Kann ich ins Wasser? Sieht zwar so aus, als... Okay. Ich habe wie ein doofen A gedrückt, aber da ist nichts passiert.
Kann ich hier runterschwimmen? Natürlich nicht. Ich glaube, das sind auch die einzigen Böhren im Spiel. Man kann nie Böhren finden. Böhren. Mit Böhr. Jennen heißen die Dinger. Zwiebeln. Okay, dann kann ich hier wieder hoch. Okay, dann schießen wir hier mal auf. Ja, wenn man noch die Keksdose vom Anfang des Spiels. Was bist du denn? Ihr seid keine Gras. Ach, ihr seid Grassassin. Hattet ihr immer Flügel? Dann ist das mir nie aufgefallen. Okay, dann hauen wir erstmal den zu Klump. Die wir schon angegriffen haben. Okay, ich hätte, glaube ich, auch den anderen besiegen können. Wie viel hat der denn? Nee, hätte ich nicht. Glaubt, das reicht? Ja, so locker. Hier ist Ruhe. Fragenpaket 5, okay. Liegt hier Tempel rum? Da komme ich wahrscheinlich später lang. Ich dachte, ich würde dieses Gebiet nicht mögen, weil Pilze und so und Sumpf. Weil das Gebiet ist ganz nett. Das ist eine Höhle. Die gehen wir mal kurz rein. Okay, dann. Okay, wie machen wir das? Wir werden wahrscheinlich auf. Okay, Rescher. Wir werden erstmal eine der Pilzkröten machen. Weil anders geht das nicht. Seegrätsche. Ich habe den Angriff noch nie gesehen. Deswegen kam der ein bisschen unerwartet. Aber habe trotzdem abgewehrt bekommen. Den ganzen Quatsch. Dale muss ich mal. Nee, erstmal machen wir. Warte, das kannst du machen. Dann haben wir einen Schlag. Und dann kann Dale sich mal kurz heilen. Muss mal kurz pausieren. Da bin ich wieder, beziehungsweise Pause zu Ende, beziehungsweise es gab nur einen Cut. Habe ich vergessen, dass das so ist. Machen wir dich erstmal weg. Okay, dann Valir. Hau drauf. Dann Reshan. Hau auch drauf auf die Pilzkröte. Zane macht den mal weg. Den Pilzregen. Pilzkrieger oder wie der hieß. Pilzritter. Was auch immer. Gut. Nehmen wir das mal mit. Kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Das war, glaube ich, schon optional hier, ne? Ich kann nicht. Was? Ich wollte schon sagen, ich kann nicht zu den Pilzen. Wieso das denn? Okay. Ich kann nicht andauernd springen. Wahrscheinlich habe ich mich aber nicht richtig hingestellt zum Springen. Hier ist same. Wahrscheinlich muss ich nicht nach rechts,
sondern hier wer? Blitzklinge. Haben wir sowas nicht schon? Boomdolch. Pilzklinge. Erhöht die Wirksamkeit von Giftangriffen. Oh, wieso nicht? Aber sie ist auch die einzige, die das benutzen kann. Ist hier irgendwie was hier drunter? Wieso kann ich hier runtergehen? Also. Wahrscheinlich, weil, wenn ich den Sprung verkacken sollte, dass ich da dann wieder hochkomme. Ah, hier sind wir dann. Ich habe die Blume oder den Pilz da gesehen. Es speichert, also. Ist das hier der Weg für weiter? Guck mal, wo es bei dem anderen Weg geht, hingeht. Ja, der führt wahrscheinlich nur. Oh, der führt auch in eine Höhle. Ah, zu einem Umbo-Angriff. So, Valier. Und dann Reshan. Nehmen alle drei Dinger auf. Habe ich das jetzt rechtzeitig abgewehrt? Ich glaube nicht. Okay. Dann Zale erstmal auf. Ja, das war Zale. Und nicht irgendwer anders. Dann tauschen wir mal eine Runde. Und du machst mal desorientieren. Jetzt kann Zale draufhauen. Ja, da greift das andere Vieh an. Hier, dann können wir wieder zu Reshan. Dann saugst du das alles mal ein. Auf die Pilzkröte. Erstmal die weghauen, die jetzt gleich angreift. Und dann die hier weghauen. Wunderherrlich. Manchmal klappt es einfach mit den Kämpfen. Vielleicht denke ich auch zu logisch, so allgemein. Gal und Dreschern erlernen Kombo-Skill Giftbombe, okay. Aber wenn ich andere Leute sehe und denke, wenn du das und das machst, dann kannst du die Magie knacken. Kannst du die Magie brechen. Da machen die das nicht und ich reg mich immer so auf, weil das doch anscheinend so offensichtlich ist. Ich will gar nicht wissen, wie oft sich hier Leute bei mir aufregen, wenn es anscheinend dann doch so offensichtlich ist. Okay. Ich weiß nicht, wo der Lichtstrahl ist, um ehrlich zu sein. Ah, da ist er. Okay. Die noch hoch. Das ist auch der Weg weiter, ne? Da kommen wir wieder runter, wenn wir wollen. Wo sind wir denn hier? In der Höhle. In der pilzigen Pilzhöhle. Die pilzigen Pilzrittern. Okay. Gucken wir, ob hier unten was ist. Komme ich auch hier hin? Ich glaube, ich hätte es auch von da geschafft, wenn ich mich an so einen Pilzritter dran gezogen hätte. Muss ich irgendwas brechen? Ich kann halt keine Kombos einsetzen, deswegen du, Valier, den Krassassin. Auf wen? Auf Reshan. Das ist halt, ich glaube, wenn alle Pilze weg sind, dann muss ich A drücken. Timing ist halt so komisch. Auf wen gehe ich denn? Auf den Krassassin, weil er so das wenigste Leben hat. Aber ich hätte auch auf jeden anderen. Ah, nee, das wäre wahrscheinlich nicht so stark gewesen. Bewundbar heißt das, glaube ich, steht da. Ich lese den Quatsch schon nicht mehr.
Okay, resistent. Ah ja, Pilz. Pilzige Pilzritter, natürlich sind die resistent dagegen. Versuchen wir dich hier zu besiegen. Habe ich. Oh ne, ich habe leider keine gute Kombo, die ich da einsetzen kann. Dann wechsle ich mal, weil Gift nicht so intelligent ist, zu Gal. Und dann kannst du eine Kochtopfbombe machen, obwohl. Wollen wir die MP sparen? Ich bin auch sehr gut dabei. Wieso greife ich eigentlich den an? Ah, das ist ja jetzt doof. Ich kann nur einen aufhalten, wenn den mit weniger Leben. Fehlen. Verliere. Und jetzt. Ich glaube, ich habe das so langsam raus, wenn ich da meine Kombo, wenn ich abwehren muss. Komm, hau drauf, Gar. Ich finde es irgendwie cool, dass alle irgendwie welche legendären Krieger, wieso wird das jetzt gemacht? Legendären Krieger sind oder Ninjas, Teleport-Ninjas oder irgendwelche übermächtigen Götterwesen und dann ist da Gal dabei, der einfach irgendwie so ein normaler Dude ist. Finde ich ganz lustig. Hier kann man, glaube ich, runterjumpen, oder? Ja, sah so aus. Ich denn hier irgendwie rein oder so? Kann nur das hier machen. Wieso ich das auch immer machen wollen würde. Naja, gehen wir hier runter. Ach, das ist, weil, falls ich die Brücke nicht ausgefahren habe und ich zurück will. Aber die Entwickler sind schon ganz geschickte Leute. Ich weiß nicht, was ich für ein Wort sagen wollte. Ich wollte fix sagen, also wie fix im Kopf. Oder geschickt. Und dann wäre da fast was Falsches rausgerutscht. So halb ist es ja auch rausgerutscht. Er sieht auch nach einer Bossfläche aus. Oder zum Speichern. Oder nichts zum Ausruhen. Das macht mich stutzig. Soll ich heilen? Ja, ich könnte Vagir heilen. Und Reshan. Und dann bleibe ich erstmal so. Ja, kann ich ja jederzeit im Kampf wechseln, falls es nötig sein sollte. Aber wie sind wir vielleicht schon draußen? Wo geht's denn hier lang? Das ist eine Abkürzung. Aber die war hoffentlich nicht immer da. Ich schlag mal ein Lager auf. Ah, der Berg. Ich war gerade am überlegen, was ist das für ein Berg? Natürlich ist das der Berg, wo wir das Amulett der Sonnenwende her haben. Das ist der Berg. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt, oh Werkschloss, deswegen habe ich mal kurz uns da ausgeruht. Das ist aber nicht das Ende des Spiels, das kann ich mir nicht vorstellen, das soll ein bisschen länger gehen. Ich gehe erstmal zur Tür. Ah, okay, da komme ich gar nicht durch. Dann nicht hier. Das ist nur wegen dem Sonnenuntergang, dass es hier so düster aussieht. Kann ich hier mit was machen? Kann ich den Enterhaken da irgendwie einhauen? Das ist doch ein Steinkerl. Oder heißt er hier anders Felsenkerl?
Wie machen wir das denn am besten? Bei dir erstmal auf den da. Dann Seil. Ja, du kannst halt volle Kanone draufhauen auf den Felsenkerl. Und dann Gal. Gut. Das ist ein Hebel. Versuch mit dem hier zu besiegen. Eigentlich hätte ich auf den Felsenkerl gehen sollen, ne? Wäre vielleicht intelligent gewesen? Naja. Jetzt greift er uns alle an. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Ich dachte, ja, vielleicht den Kleinen, der ist ja schlimm. Aber der Felsenkerl ist eigentlich der schlimmere Gegner. Dieses Vieh, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Okay, Veil, hau mal drauf. Ja, dann nehmen wir das, nehmen die Bären mit. Kann ich die überhaupt noch tragen? Rote Bären, 98. Brauche ich ja für das Parfait. Okay. Machen wir nur den Seitengang auf, oder was? Ja. Machen wir, also dann gehen wir hier rein und machen wahrscheinlich den Haupteingang auf. Hier sind überall Uhren und so Käse. Zahnräder. Da kommen wir gleich bestimmt noch hin an die Truhe. Ja, oder jetzt sofort. Oder ich springe da einfach runter. Zahnrad-Prototyp gefunden. Das für Tix. Dieses Vasensymbol oder was das da für ein Käse ist. Das für Tix. Okay. Dann Valier. Hast du... Ich glaube nicht, aber wir probieren es einfach mal. Hast du einen vollgeladenen... Okay. Kannst einen mit vollem Leben töten. Ah, hau drauf. Den kannst du wahrscheinlich auch besiegen. Den mit dem Mehrleben. Ja, aber locker. Dann lasse ich Gal sich jetzt selber mal heilen. Ernähren auf Gal. Gibt so einen kleinen Visual Cue. Gibt es auch ein deutsches Wort für? Also man kann sehen, wann Gal da was rausholt und ungefähr kann man das sehen und man kann dann rechtzeitig timen. Ich schlag nochmal ein Camp auf, weil vielleicht sagen die jetzt alle was anderes, weil wir jetzt hier eben sind. Gemara erwähnte die Toten als vergessene Folge, was das wohl ist. Endlich auf Mesa Island, bist du bereit für den großen Kampf? Ich will nicht zögern, wenn... Okay, Gemara, okay. Die Akoliten beobachten uns. Ich traue den Alchemisten noch nicht. Und dann Gal hat Imaras Birne war der Wahnsinn. Mesa Island hatte das was Besonderes, nicht wahr? Es muss schwer sein, diese ganze Sache mit. Okay. Er hat 6 oder so Sachen. Lebendiges Glas. Kämpfe unter keinen Umständen Eremiten. Oh, ihr habt ein neues Artefakt gefunden. Lasst mal sehen. Neue Geschichte freigeschaltet, das Uhrwerkschloss. Hey, wollt ihr eine Geschichte hören? Ja. Gerne, das Uhrwerkschloss. Als Eforul erstmals in unsere Welt kam, brachte er eine Gruppe von Kinder-Genies mit. Ich glaube, an den Gerüchten haben Seil? Das hört sich fast an wie Seil. Seine Freunde mit ihm ausverhandelt, ihr Volk zu befreien. In neuen Einsatzbasis des Flash-Schmerzers mitten sie sich ab und erschufen Maschinen für unbekannte Zwecke in fremden Welten.
Aber eine solche Basis musste erst errichtet werden, also begab sich Elferol auf die Suche nach dem für ihn besten Kollaborateur. Er brauchte jemanden der moralischen Neutralität, da er befehlen und nicht konkurrieren wollte. Diesen neuen Versteck würde sich recht an Überlegen erweisen und ein Schloss bauen, das die Zeit selbst kontrollieren könnte. Die Uhrmacherin war wie dafür geschaffen. Sie interessierte sich nur für ihr Handwerk und hatte sonst keinerlei Interesse an Elferols Maschinen. Sie bat im Gegenzug lediglich darum, ihre eigene Werkstatt zu bekommen, wo sie in Ruhe gelassen werden wollte. Der Handel kam zustande und gemeinsam erdachten sie das Uhrwerkschloss. Die Uhrmacherin bekam Pläne für die Produktion, die Kinder zu skizzieren und erledigte die komplexeren Teile selbst. Inzwischen legte Elferol zahllose Zahnräder und Ziegel mit Zaubern, um ihnen eine nicht nachvollziehbare magische Aura zu verleihen. Der Bau war beinahe abgeschlossen, als Zell und seine Mannschaft zur Tat schritten. Eines Tages drehten sich sie an den exakt richtigen Rädchen, wodurch die Kernfunktion des Schlosses ausbleiben würde, weil der Dauerbetrieb aktiviert wurde. Sie hatten allein die Absicht, den Plan des Splashmessers zu durchkreuzen und in der Hinsicht war ihr Erfolg überwältigend. Infolge der Sabotage kam es im Uhrwerkschloss zu einem Stillstand der Zeit oder besser gesagt unter seinen Bewohnern. Die Lüftung funktionierte so gut, dass Elferol nicht einmal bemerkte, dass sie es absichtlich getan hatten. Zwar würde er Reshan diesmal nicht beeindrucken können, doch eine ewig währende Werkstatt hätte für ihn definitiv auch eine positiven Aspekte. Zuletzt sorgte er dafür, dass alle Sterblichen, die das Schloss verließen, sich unmittelbar um die darin verbrachte Zeit gealtert fühlten. Auf der Fertigstellung sperrte Elferol alle für ein Jahrhundert ein und sorgte dafür, dass die Uhrmacherin und Kinder des Schlosses nicht verlassen könnten, ohne an Altersschwäche zu sterben. Die Uhrmacherin dachte nicht weiter darüber nach und beschloss, sich bis in die Ewigkeit auf ihr Handwerk zu konzentrieren. In diesem Zeitgefängnis muss Sale und seine Freunde jedoch täglich hart arbeiten. Wohl als zuversichtlich, das Richtige getan zu haben, scheinen sie sich mit ihrer Lage abgefunden zu haben. Es hilft möglicherweise auf, ewig Kind zu sein. Am ersten Tag an lieferten sie stets Ergebnisse mit geringem Fehleranteil, um den Flashmaster Kopfzerbrechen zu bereiten, ohne dabei Verdacht zu erregen. Bleibt eine gewisse Dankbarkeit darüber, dass das Leid des aufgeschoben oder gar abgewendet wurde, dank ihrer gerissenen Art Elferols Zeit zu verschwenden. Ende. Okay. Sale. Also ich auch nicht Sale. Irgendwie miteinander verwandt sind oder so. Hier ist zu. Hier wahrscheinlich auch. Uhrwerkschloss. Wir sind da. Der Eremit der Zwietracht ist irgendwo da drin. Ne? Es geht auch einfach auf. Ihr beiden, ihr Penner. Unser Eid erlaubt nicht, dass wir euch in Akolyten hier lassen. Was ist mit eurem Eid als Krieger der Sonnenwende? Er wurde nicht freiwillig geschworen. Belia, bitte hör zu. Tritt sofort zur Seite. Halte dich an den Plan, Bugels. Der Eremit wird sie Vernunft lernen. Gut. Wir brauchen nur etwas Zeit. Bitte, Sale, ergebt euch. Vergesst es. Dann tut es mir leid, aber die Akolyten müssen das Erweckungsritual vollenden. Wie ihr wollt, na los. Ich denke, wir sollten das hier wohl auslassen. Nur 2 gegen 2, okay. Okay, Sichelbogen. Musik. Gut. Das tut weh. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf Blue Graves. Ich glaube, der mag auch nicht, wenn wir Sonnenmagie einsetzen, oder? Wie ist das? Okay, dann 2-mal Schwert. Ja, das habe ich ja richtig reingeschissen. Wie mache ich das denn jetzt wieder richtig? Gar nicht. Ich dachte, ich hätte Zelda ausgewählt. Es passiert mir in letzter Zeit öfter, dass ich denke, dass ich jemanden ausgewählt habe und dann doch nicht. Sengende Pyramide. Ach, die Sache. Die haben wir ja schon beim Eremiten der Trauer gesehen. Okay. Wie mache ich das?
zwei Monde. Sonnenrang vielleicht. Nee, das macht aber... Ich weiß es, glaube ich. Glaube ich. Hier Kombo, Sonnenwendeschlag. Ich muss den Montagrang einsetzen, auch wenn ich heilen wollen würde. Nee. Dann muss ich nochmal einen Sonnenwendeschlag einsetzen. Auf Brugels, aber nicht mit... Doch mit Zell. Komm. Und du powerst dich mal auf. Vielleicht nicht ganz. Lassen einen für die Heilung über. Heilendes Licht. Auf Valier. Ich glaube, Elina ist wirklich schlimmer. Weil die viel schlimmere Magie kann. Den Mondrang. Auf Burgess. Wer gegen die mal kämpfen würden, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, dass Moraine der sein wird, der irgendwie finstere Gedanken hat. Aber nicht die beiden. Die habe ich irgendwie... Ich weiß nicht wieso, aber ich dachte von Anfang an, das wären die Guten. Mist. Kombo, Sonnenwendeschlag. Okay, da haben wir Elina besiegt, nicht Melina. Die sitzt auch nur da in der Gegend rum. Dann erstmal auf Gales, bitte geh auf Welle. Verlier, würde ich sagen, aber wir haben gewonnen. Bitte zwingt euch nicht. Zwingt uns nicht. Das sollte reichen. Ihr könnt euch uns anschließen, wenn. Hinfort wagt es nicht. Gehen wir, Brugels. Die sind, glaube ich, ganz schön pisst, die beiden. Also Zael und Valier. Ein robustes Zahnrad. Sieht das dann auch aus wie ein Zahnrad oder wie ist das dann? Könnte er in eine gigantische Uhr antreiben und vermutlich genau das hat genau das getan. Ich hoffe, ich konnte rechtzeitig mich muten, weil ich plötzlich mega niesen musste. Ich habe auch voll aufs Mikrofon genießt, ein bisschen eklig. Okay, wir kommen auch hier wieder hin. Komme ich auch dahin, wo ich mich ausruhen kann? Ich bin auch voll geheilt und alles, aber ich möchte gerne speichern. Machen wir das auch. Ich werde noch nicht Camp aufschlagen, das Lager. Zu sehen, was sie jetzt denken. Kann man später machen, wenn wir das nächste Mal ein Lager finden.